Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. In diesem Video schauen wir uns das Reduktionsprinzip an. Wir haben uns im letzten Video angeschaut, wie wir Fixpunkte analysieren können. Einmal die hyperbolischen und einmal die nicht-hyperbolischen. Bei den hyperbolischen war es relativ einfach, da wir da einfach die Linearisierung anschauen konnten und darauf dann zurückschließen konnten. Und bei den nicht-hyperbolischen war es nicht so einfach. Und hier schauen wir uns das Prinzip an, wie wir die Dimensionen reduzieren können und dann nur noch den Raum anschauen können, in dem die Eigenwerte gleich 0 sind. Also hier dieses WC. Was wir zuerst machen, wir transformieren unser System, so dass wir die Eigenwerte entkoppeln. Dass wir einmal ein stabiles System und ein System mit Eigenwerten 0 haben. Und dann schreiben wir diese Eigenwerte in so Blockmatrizen, D1 und D2. Dann haben wir noch unsere Eigenrichtungen, die schreiben wir in die T-Matrix mit den also zu den entsprechenden Eigenwerten und transformieren die T-Matrix. Und nun können wir das System transformieren, das heißt, unser y und unser z bekommen mit hier minus 1 von x. Dann sind wir im Eigenraum und unser restlicher Term, der nicht linear ist, nennen wir g von z und g von y und z. Und da transformieren einfach diese Funktion hier, die sozusagen den nicht linearen Teil. Und da müssen wir auch, dürfen wir nicht x reinschmeißen, sondern y und z. Was wichtig ist, wir machen das nur, wenn die Diagonalmatrizen keine Jordan-Blöcke haben, also mit einzelnen Diagonalen, weil sonst wissen wir, dass es instabil ist. Dann haben wir unsere y und z und unsere x-Gleichung. Können wir dieses x einsetzen, das ist einfach dieses x aus dieser Gleichung hier oben. Dann setzen wir das ein, transformieren wir das und dann bekommen wir unseren linearen Term und unser g-Term. Und was wir zuerst machen, ist, dass wir eine Funktion h, die 0 plus o von y in zweiter Ordnung für dieses z einsetzen und dann gucken wir, ob dieses System y-Punkt stabil oder instabil ist. Wenn es ganz stabil ist, können wir keine Aussage machen, aber wir haben das Reduktionsprinzip und da können wir, wenn es stabil ist oder wenn es instabil ist, zurück auf unser Originalsystem zurückschließen. Das war der erste Schritt. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir eine zweite Transformation machen. Da bleibt y gleich y. Und w ist der Abstand, der zwischen der Funktion h und z ist, also irgendein beliebigen z. H ist unsere eine Centrum-Manifoldigkeit und davon wollen wir sozusagen den Abstand bezeichnen mit w. Dann können wir w-Punkt machen, das ist einfach z-Punkt minus y, h von y-Punkt. Dann können wir das ableiten, das heißt del h, del y und dann die innere Ableitung y Punkt. Dann setzen wir das 1, das heißt einfach, wir nehmen die Gleichung von oben. Und oben haben wir gesehen, dass zr einfach d mal z und diese g2-Funktion ist. Und hier können wir auch einfach einsetzen, unser y Punkt. Und dann ersetzen wir alle z's. Das bekommen wir einfach hier raus, indem wir das h rüberbringen. Dann haben wir z als w plus h von z. Und somit haben wir unsere Differentialgleichung, die w in Abhängigkeit von h von y und y beschreibt. Und das ist eine Differentialgleichung von h. Und mit dieser Differentialgleichung können wir, wenn wir h teilen, Koeffizientenvergleich machen und unser h auch mit höheren Ordnungen approximieren. Jetzt wissen wir, dass wenn wir auf w von z sind, also auf dieser Manifoldigkeit, auf dieser Central-Manifoldigkeit, dann wissen wir, dass w gleich 0 ist, dass der Abstand gleich 0 ist.
Das heißt, wir können alle diese Ws einfach gleich 0 einsetzen. Und wir wissen, da wir invariant sind und auf diesem linearen Unterraum sind, dass W-Punkt auch 0 sein muss. Das heißt, das können wir einsetzen und bekommen wir, dass dieses W-Punkt gleich 0 ist. Jetzt hier haben wir wieder unsere Differentialgleichung von oben, das ist dasselbe wie von oben. Und wenn wir jetzt hier dieses gleich 0 setzen und das hier auch gleich 0 setzen, haben wir eine Differentialgleichung von h. Und jetzt können wir einen Ansatz machen mit h zweiter Ordnung und y von y hoch 3 und so weiter und bekommen dann Koeffizienten. Da können wir die Linearität aussetzen, weil das Polynom linear ist. Und wenn die Differentialgleichung auch linear ist, dann können wir erst den Koeffizienten ausrechnen, dann den und so weiter. Und immer wenn wir ihn ausgerechnet haben, setzen wir das oben ein in diese Gleichung hier, diese y-Gleichung. Hier. Und schauen, ob es stabil ist. Also wir setzen sagen dieses z, dieses h von y ein. Und schauen dann, ob es stabil ist oder instabil. Und wenn wir stabil und instabil herausgefunden haben, dann können wir abbrechen. Und sonst können wir noch höhere Ordnung, Koeffizienten höhere Ordnung ausrechnen. Und dann haben wir hier nochmal den Satz, dieses Reduktionsprinzip. Wir können Stabilitäts, also wenn das reduzierte System stabil ist oder instabil, dann können wir es auf das Gesamtstabil übertragen. Wenn wir grenzstabil haben, dann können wir gerne Aussagen machen. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.